Guten Morgen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundeskanzler Scholz kommt heute erneut mit Vertretern von Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften zusammen. Es geht um Wege, die Folgen von Inflation und hohen Energiepreisen abzufedern. Es ist bereits das zweite Treffen der sogenannten konzertierten Aktion im Kanzleramt. Scholz hatte zuvor die Arbeitgeber aufgefordert, Zusatzzahlungen an ihre Beschäftigten zu leisten. Bis zu einer Höhe von 3.000 Euro sollen solche Prämien steuer- und abgabenfrei bleiben. Zu den Erwartungen an das Treffen äußerte sich die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Fahimi im ARD-Morgenmagazin. Wir werden natürlich differenziert und die wirtschaftliche Lage auch der Betriebe und der Branchen berücksichtigt, aber trotzdem sehr klar machen, was unsere Erwartungshaltung ist, nämlich, dass wir eine Stabilisierung der Reallöhne brauchen. Es gibt aber auch gemeinsame Interessen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften. Das ist die Beschäftigung zu sichern, die Standorte zu sichern und dafür zu sorgen, dass es jetzt nicht zu einer Insolvenzwelle kommt und wir keine massiven Strukturbrüche in der Industrie bekommen. Und das wollen wir gemeinsam natürlich auch gerne mit dem Kanzleramt besprechen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen reist heute zum dritten Mal seit Kriegsbeginn in die Ukraine. Mit Präsident Zelensky will sie vor allem über die wirtschaftliche Zusammenarbeit sprechen. Von der Leyen will erreichen, dass die Ukraine Zugang zum europäischen Binnenmarkt bekommt. Bei ihrer Rede im Europaparlament in Straßburg hatte sie der Ukraine gestern außerdem 100 Millionen Euro zum Wiederaufbau zerstörter Schulen zugesagt. Russlands Präsident Putin ist am Morgen in Samarkand in Usbekistan eingetroffen. Dort nimmt er am Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit teil. Putin will auch den chinesischen Präsidenten Xi treffen, zum ersten Mal seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine. Beim Gipfel in Samarkand werden auch der türkische Präsident Erdogan, Irans Präsident Raisi sowie Indiens Premierminister Modi erwartet. Aserbaidschan und Armenien haben nach zweitägigen Kämpfen im Grenzgebiet offenbar eine Waffenruhe vereinbart. Die Feuerpause sei am Abend in Kraft getreten, teilte der armenische Sicherheitsrat mit. Aus Aserbaidschan gibt es dazu keine Bestätigung. Bei den Gefechten waren nach Regierungsangaben auf beiden Seiten mehr als 150 Soldaten getötet worden. Die zwei ehemaligen Sowjetrepubliken im Südkaukasus streiten seit Jahrzehnten um das Gebiet Bergkarabach. In London ist nach einer Trauerprozession der Sarg von Elisabeth II. Im Parlament aufgebahrt worden. 4 Tage lang haben die Menschen nun Zeit, der Queen die letzte Ehre zu erweisen. Die Schlange war am Abend mehrere Kilometer lang. Auch über Nacht standen weiter Menschen an. Es wird mit Wartezeiten von bis zu 30 Stunden und bis zu 2 Millionen Menschen gerechnet. Unglückliche Niederlagen mussten die deutschen Vertreter gestern in der Fußball-Champions League einstecken. Borussia Dortmund unterlag bei Manchester City durch ein spätes Tor von Ex-BVB-Stürmer Haaland mit 1:2. Bellingham hatte den BVB zwischenzeitlich in Führung gebracht. RB Leipzig vergab bei Titelverteidiger Real Madrid mehrere hochkarätige Chancen und verlor die Partie jedoch am Ende mit 0:2, ebenfalls durch 2 Gegentreffer kurz vor Abpfiff. Und hier die Wetteraussichten. Heute im Süden viele Wolken mit teils kräftigem Regen, sonst mal stark bewölkt, mal aufgelockert und vor allem im Norden Schauer. 14 bis 23 Grad.